MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, YouTube, hier ist mal euer THC mit Toastbrot in die Wand. Und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Commentary. Heute geht es wieder mal um World of Warcraft. Im sexy Hintergrund seht ihr natürlich ein PvP-Gameplay mit meinem Level 90er Mage. Und um den geht's auch heute. Heute geht es um das Thema Level Boost. Ihr könnt euch ja quasi mit dem Add-on von World of Trainer zum Beispiel ja ein gratis Level 90er holen. Ob der jetzt Level 1 ist oder sonst was, ist dort rein Wurst. So, nun ist es aber auch so, ihr könnt jetzt schon für 50 Euro einen Level 90er holen. Das heißt, ihr könnt auch einen neuen Char quasi aufmachen und ihn direkt auf 90 pushen. Oder ihr könnt halt eben einen noch nicht auf 90 gelevelten Char, halt den ihr so eben habt, schon auch pushen. Jetzt denkt sich da einer, cool eben, jetzt habe ich gar keinen Bock auf Leveling, jetzt kann ich da meine Traumklasse mal aufmachen und direkt auf Level 90 hochpushen. Kostet ja nur 50 Euro, das ist, wenn ich mal bedenke, bei MMOGA kostet mich so eine Gamecard, ja die Hälfte davon kann ich mir 4 Monate Gamecard bei MMOGA holen, Link in der Beschreibung. Und da denke ich mir so, 4 Monate könnte ich zocken und dafür zahle ich jetzt 50 Euro, dass ich dann quasi einen 90er habe. Den Mage habe ich komplett neu aufgemacht. Das heißt, der Mage ist eben ein Level 1er. Ihr wählt das Symbol dann aus, klickt dann an, was ihr machen möchtet, klickt auf neuen Char stellen, wählt dann aus, was er ist, eben ist Untoten Mage eben. Und dann wird halt eben gefragt, welche Spezialisierung. Also ihr könnt dann dort schon die Spezialisierung der Klasse eben auswählen. Also Frost, Arkan und Feuer. Das ist jetzt weniger Variant, sagen wir es mal so, bei der Ausrüstung. Ihr kriegt ja dann, wenn ihr Level 90 seid, eine Standardausrüstung für diese Klasse, um dann mit dieser Skillung, sagen wir es mal, und dementsprechend auch spielen zu können. Das heißt, wenn ihr einen Paladin spielt und dort Tank ausgewählt habt, bekommt ihr Klamotten, die halt für den Tank gedacht sind, dass ihr direkt dort an sich in heroischen Distanzen tanken könnt. Es ist dann doch recht speziell, denn wenn ich mir bedenke, für diese 50 Euro bekommt ihr auch nicht sehr viel dort, und beziehungsweise es ist ja auch an sich auch nur ein Level Boost. Nicht? Es ist halt eben so, ich habe diesen Level 1er Char auf 90 gepusht und ich werde euch jetzt mal sagen, was ihr an sich bekommt. Ihr bekommt einen Level 90er Char. Ihr bekommt Klamotten für die Spezialisierung. Das Problem ist, die sind komplett grün. Die sind halt so eine Standard, ich glaube 483er Gear. Mit denen könnt ihr nicht wirklich viel reißen. Ihr macht wirklich wenig DPS. Ich habe sogar hier ein bisschen an. Noch, ich hatte ein paar vom Dungeon Browser. Also ihr könnt von diesen Raid Finder eben auch schon reingehen und auch Sachen eben farmen eben. Aber mit dem Set könnt ihr so noch nichts direkt wirklich ergattern. Das heißt, ja, es ist halt wirklich ein Crap-Gear, wo ihr wirklich dann euch damit, ja, sagen wir mal, rumschlagen müsst, um euch dann besseres Gear zu holen. Schade finde ich, dass das Spiel bzw. Blizzard nicht nachfragt, ob ihr für PvE oder PvP haben möchtet, denn der Mage ist eigentlich nur dazu da für mich, um PvP zu machen. Und bei unserem Server ist halt eben so, dass wir nicht wirklich eben was im Aha haben, was für PvP gedacht ist. Also Schneiderer machen hier nichts, man muss hier eine Gilde haben. Und hier hat man auch sofort noch gar keine Gilde. Ich hatte jetzt hier, bin in keiner Gilde drin, nur noch keinen Schneiderer eben. Und dementsprechend habe ich eben noch nichts. Dementsprechend habe ich jetzt also mit den Crap Gear auch ins PvP gewagt, ist aber recht gut gegangen eben. Und ich muss es halt eben die Sets so farmen. Außerdem ist es halt eben so, ihr bekommt ja auch gar keinen Ruf. Ihr seid also bei jeder Fraktion, also die eben zur Horde direkt gehört, eben Aukrimar, Undercity und so, seid ihr halt neutral, habt also null Ruf. Und auch alle anderen Fraktionen, denen seid ihr ja nicht begegnet. Das heißt dementsprechend, ihr seid bei vielen noch unerkannt eben. Und ihr habt auch gar keine Gerechtigkeitspunkte, ihr habt auch gar keine Ehrenpunkte, ihr kriegt gar keine Punkte eben. Das müsst ihr euch auch bewusst sein. Das heißt im Klartext, ihr könnt euch auch gar keine Essence-Sets kaufen und ihr könnt euch auch nichts für Transmoggen kaufen. Was ihr bekommt, ist 120 Gold oder was zu essen eben. Das ist so quasi so ein Hartz IV für WoW Level 90er Chars eben, wenn man so sagen möchte. Und dementsprechend bekommt ihr halt wirklich nicht mehr. Den Rest müsst ihr euch dann wirklich erfahren. Und ich muss euch ganz klar eine Sache sagen. Es ist natürlich klar, viele haben heutzutage keine Zeit. Ich habe momentan auch keine Zeit. Ich wollte seit längerem Level 90er Mage haben, aber ich habe auch nicht immer die Zeit zum Leveln. Ich muss eben für die Schule lernen, muss arbeiten und mache nebenbei noch Videos eben. Da wollte ich jetzt kein Muss sagen, das ist nämlich kein Muss. Aber eben das ist alles, was ich so machen muss, tun und lassen kann. Und dementsprechend fehlt mir dort die Zeit und auch die Motivation für World of Warcraft jetzt dort zu leveln eben. Da ich auch 4 andere 90er habe und die ich auch nicht wirklich momentan groß zock. Eben den Hexenmeister zum Equipment habe ich es größtenteils genommen. Paladin halt eben für die Achievements und jetzt ist der Mage an sich fürs PvP eben gedacht.
Das ist natürlich so eine Sache für sich. Das muss einerseits jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss euch ganz klar sagen, nehmt keinen Level 1er. Ihr bekommt nämlich, wenn ihr einen Char nehmt, der über Level 60 ist, wenn ich es richtig gesehen habe, ja, 60 muss er sein, und ihr Berufe mit dem schon gelernt habt, dann kriegt ihr auch einen Ru also einen, von beiden Berufen einen Boost. Also die werden ein bisschen damit hochgelevelt, diese Berufe, wenn ich es richtig so interpretiere, denke aber schon. Das heißt natürlich, dass es sinnvoller ist. Warum ich euch jetzt das Level empfehle, ist A, ihr müsst, wenn ihr einfach von Level 1 auf 90 boostet, habt ihr keine Ahnung, was diese Char wirklich kann. Ich habe Mage eben schon mal bis Level 55 gespielt auf diesem Privatserver eben, ihr wisst vielleicht. Daher kenne ich die meisten Skills, musste mich trotzdem wieder einarbeiten und einlesen, und das geht halt eben schrittweise. Und wenn man halt nicht wirklich viel WoW spielt, also noch ein Neuling ist, sollte man das auf gar keinen Fall tun. Das ist wirklich, wirklich, also ich hatte schon hier Startprobleme, und das hat mich auch immer wieder anfangs jetzt demotiviert, weil ich hatte nichts, gar nichts, und das kotzt dann schon an. Man wird sich halt geben, Transmog-Zeug holen und alles, aber irgendwie findet man nichts, und dann sind es halt diese Oldschool-Raids, wo man rein muss, und alleine ist es meistens doof, weil ich bin ja kein, kann mich selbst, kann nicht großes Selfie hier machen, und dementsprechend mit den Crap Gear kann man auch nicht immer die Bosse manchmal reißen eben. Dementsprechend ist das halt so eine Sache für sich. Es ist halt einfach so, es ist halt wirklich gedacht, wenn ihr wirklich einfach wirklich absolut keinen Bock habt, aber ihr kennt die Klasse eben oder sonst was, oder seid wirklich ein erfahrener Spieler, dann okay, aber levelt lieber. Es hat viele Vorteile. Erstes Mal beim Leveln bekommt ihr Geld. Ihr könnt eure Berufe hochskillen, ihr könnt auch Transmog-Sachen finden. In Instanzen gibt es ja diese Rar-Drops oder sonstige Drops von Sachen, die ihr so nicht sieht. Es gibt auch World-Drops eben, und dann können ganz coole Items kommen, die man dann transmoggen kann oder die man anziehen kann, je nachdem. Und allein schon von, auch wenn Level 85 auf 90 wirklich scheißen langweilig ist, und ich finde zum Kotzen dieses Pandaria, ich kann es nicht mehr sehen, bei 4 Chars, ne? Und dann ist es halt einfach, wow, aber ihr bekommt besseres Equipment beim Leveln dort, und durch die Instanz, wenn ihr diese anmeldet, ich melde mich dort immer gern an, habt ihr schlussendlich auf 90 ein besseres Gear als das, was ihr dort vom Blizzard in die Hand gedrückt bekommt. Das ist halt eben, ne, je nachdem ein bisschen mager, eben ist halt komplett grün, also Level Gear. Und so könnt ihr durch Instanzen auch noch ein besseres Gear bekommen eben und euch auch besser spezialisieren eben, falls ihr mal je nachdem was findet. Auf jeden Fall habt ihr eben was dabei eben. Ist ja halt wirklich doof, weil ihr habt, ich bin wirklich 90 und habt nichts eben und bin jetzt. Dabei musste halt mein quasi Gold jetzt von den anderen Chars zusammensuchen, um Glyphen zu holen, perfekt zu skillen, hat eben die ganzen Klamotten, je nachdem, Schneiderer eingesetzt, Glyphen eingesetzt eben. Es ist halt eben auch wiederum zeitaufwendig. Und wie gesagt, eben, es ist halt so eine Sache, es ist eine 50-50-Sache. Einerseits ist es 50 Euro, was wirklich fucking viel ist. Und ich muss ganz klar sagen, ich finde es viel Geld für an sich einen Push eben, wo ich ehrlich sagen muss, in dieser Levelzeit kann man aber auch Spaß haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eigentlich wirklich nur, weil ich den unbedingt haben wollte. Ich persönlich habe für mich entschieden, dass ich das nicht mehr wirklich machen möchte. Und die nächsten Chars, die, also durch World of Draenor, was ich dort bekomme, werde ich wirklich viel eher diese Chars auf ein gewisses Level spielen, wo ich dann keinen Bock mehr habe. Ich habe 80 oder 85 eben, wo ich dann sagen muss, Cataclysm, kein Bock, um Mr. Pandaria, dann geht's noch. Aber komplett von Level 1 auf 90 pushen, muss ich sagen, nein, das ist für mich, ist das kein Weg, das macht keinen Spaß. Da spiele ich lieber mit Freunden oder mit random Leuten zusammen, level wieder ein bisschen und hab dann irgendwelche coolen Sachen dabei. Aber so macht es keinen Spaß. Ihr könnt mit diesen Chars eben Gold farmen, meine von 80 auf 90, da könnt ihr halt eben schon 3.000, 4.000 Gold eben oder mehr sogar, je nachdem, wenn ihr das alles schön verkauft und die Farmberufe einsetzt, könnt ihr da wunderbar alles machen. Außerdem lernt ihr auch die Klasse zu spielen und auch merkt ihr vielleicht, hey, die Skillung gefällt mir doch nicht, mag nicht tanken, möchte doch lieber Heiler sein. Das könnt ihr alles während den Leveln auch herausfinden. Ihr könnt auch nette Leute treffen eben, ihr könnt tolle Sachen zum Morgen, wie gesagt, finden und auch mal vielleicht das PvP anspielen, gefällt mir die Klasse fürs PvP eben, etc. Das ist alles eben so ein Lernprozess, das Leveln, und eigentlich, wenn man im WoW nicht mehr levelt und der Endcontent ja eh, man das Gear noch nicht erfahrt für Kampf um Urgrimmar zum Beispiel, sondern das muss man sich ja auch erfahren, sagen wir es mal so, und man da nicht wirklich drankommt eben, dann habt ihr einen riesen Leerlauf. Ich spiel gar keine Raids eben, und richtig Raid-Gruppe habe ich eben auch nicht. Also ist an sich das Leveln wirklich fast momentan das Einzige, wo ich groß machen kann, neben PvP, Oldschool Raids Farm, ja, so Sachen, eben Mount Farming. Das muss man sich gut überlegen. Wenn man wirklich jetzt sagen muss, man hat eine Raid-Gruppe, die jetzt diese Klasse braucht oder mit der man eben dort gern durch möchte, kann man sich das überlegen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, kauft euch das nicht für 50 Euro, wartet lieber ab und
lieber auf Wild, gut, das eben bei gratis bei World of Draenor und spielt die Klasse wirklich selber, denn das Problem ist, es wird jetzt schon gemunkelt eben über diese Leute, die keinen Skill haben eben, weil man sieht euch das an, dass ihr quasi gepusht seid. Man sieht das an diesem Equipment eben und alles. Man erkennt das sofort daran, wird eben so gemunkelt. Und das bringt natürlich nichts, weil dann werdet ihr nicht mitgenommen bei so Standardsachen und so. So habe ich es eben mal mitbekommen. Das kann natürlich alles sein, das ist halt eben WoW. Ja, Leute, ich würde mal gerne wissen, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Gameplays im PvP-Modus sehen möchtet zu WoW, schreibt mir das in die Kommentare, liked das Video auch. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich kostenlos. Euer THC mit Toastbrot gegen die Wand.